Hallo und herzlich willkommen zum fünften Teil unserer Renault Clio Cup Tutorial Reihe. Schön, dass du wieder da bist. In der heutigen Folge, der Folge Nummer 5, widmen wir uns dem wichtigsten Part im Simracing-Sport. Allgemein im Motorsport ist es auch so, aber im Simracing-Sport ist es noch viel, 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 viel wichtiger, nämlich der Thematik Bremsen und welche Anfängerfehler man da machen kann und vor allem auch, wie man sie ausschaltet, worauf du bei deinem Training achten solltest. Darauf gehen wir dann in Folge 7 ein. Da geben wir einige aus der Praxis erprobte und auch erfolgreiche Trainingstipps, wie du dein Training und deine Vorbereitung auf deine Rennen und auch auf deine eingeschriebene Meisterschaft angehen solltest. Ist ja alles nur eine Empfehlung, wie auch sämtliche Informationen aus Video 1, 2, 3 und 4 und auch heute. Aber heute widmen wir uns eben, wie gesagt, dem wichtigsten Punkt im Simracing-Sport, nämlich der Thematik Bremsen. Schnapp dir mal ein Kaltgetränk oder ein Warmgetränk deiner Wahl, denn jetzt gibt es sehr viele Informationen, sehr viel Content. Und falls du etwas nicht verstanden haben solltest oder es schwierig war für dich zu verstehen, dann schreib uns einfach einen Kommentar unten in die Videospalte. Wir beantworten sämtliche Kommentare oder schreib uns auch gerne eine E-Mail-Adresse oder auf Instagram. Ja, sehr gerne. Heute beschäftigen wir uns mit einem Punkt, der im allgemeinen Tenor, sage ich mal, oder im allgemeinen Umfeld von Motorsport-Bekloppten, zu denen wir ja auch gehören, nichts ist, mit dem man irgendwo am Lagerfeuer mit einem Bier angibt, nämlich seine Kompetenzen auf der Bremse. Es wird immer im Allgemeinen davon gesprochen, mit einem unglaublich geilen Powerslide aus der Kurve raus, wie viel Topspeed man hatte, etc. pp. Aber selten wird darüber gesprochen, wie viele man hat auf der Bremse. Und genau die braucht man im Simracing-Sport, denn nochmal ganz kurz als Reminder, im Simracing-Sport haben alle technisch gesehen das gleiche Material. Es haben also auch alle den gleichen Einheitsreifen, die gleiche Motorleistung und bis auf ganz, ganz wenige Unterschiede auch den gleichen Topspeed. Das bedeutet also, dass die Kurvengeschwindigkeiten in der jeweiligen Klasse und ganz speziell natürlich in einem Markencup, wie zum Beispiel den Renault Clio Cup, dass die Kurvengeschwindigkeiten physikalisch eine Grenze haben, nämlich die Haftreibung der Reifen. Ja, der Topspeed ist auch limitiert, weil mehr als Vollgas geben kann man nicht. Man kann keine Flügeleinstellungen beim Clio vornehmen. Das heißt, der Topspeed ist auch technisch gesehen reglementiert. Und wenn alle das gleiche Material haben, dann ist die einzige menschliche Komponente, also da, wo der Mensch den größten Faktor hat, welcher? Richtig, die Bremse. Und gerade auf der Bremse kann man unserer Meinung nach eine ganze Menge falsch machen. Ein paar grundsätzliche Dinge, die man falsch machen kann und auch technisch gesehen ein paar Dinge, die man falsch machen kann. Und diese ganzen Thematiken, das werden wir jetzt Step by Step chronologisch abarbeiten. Schnapp dir am besten ein Kaltgetränk deiner Wahl oder ein Warmgetränk, denn jetzt gibt's Content und Informationen auf deine Öhrchen. Und ich wünsche dir viel Spaß, ein informatives Video und ich habe richtig Bock. Und ich würde sagen, jetzt legen wir dann endlich mal los. Let's go! Und wie bremst man denn jetzt richtig? Worauf muss man da jetzt achten? Zu Beginn solltest du verstehen oder solltest du wissen, dass das Bremsen im Simracing-Sport von zwei grundsätzlichen Hauptkategorien bestimmt wird. Nämlich einmal der Komponente Hardware und einmal der Komponente Software. Die Hardware-Einstellung ist, beziehungsweise das, was wir unter Hardware verstehen, sind deine Bremspedale. Aktuell habe ich jetzt seit knapp einem Jahr Heusingfeld Sprint GT Pedale. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Die kosten auch relativ viel Geld, machen aber tendenziell erstmal nicht schneller. Die Industrie versucht einem, mir am Anfang ja auch, zu erzählen, dass für erfolgreiches, kompetitives, schnelles Simracing man einen Direct Drive braucht, also das braucht man ganz dringend, und man braucht auch Heusingfeld-Pedale. Ein Direct Drive habe ich nicht, ich kenne aber welche, die es haben. Das macht nicht einen einzigen Meter schneller. Und Heusingfeld-Pedale machen grundsätzlich erstmal auch nicht schneller. Die größte Baustelle, die du als Simracing-Anfänger hast, ist deine Erfahrung. Wenn du anfängst, und wir hatten das im letzten Teil, glaube ich, die drei Faktoren von Männern, ne? Also Alkohol, Fortpflanzung und Autofahren,
subjektiv und objektiv betrachtet. Objektiv betrachtet gibt es eine einzige Sprache im Motorsport, die ganz universell Gültigkeit hat, nämlich das ist die Sprache der Zeit. Das bedeutet, wenn du eine Rundenzeit fährst und jemand anderes 3 Sekunden schneller ist, dann ist er 3 Sekunden schneller. Auch wenn du dir nicht vorstellen kannst, warum das so ist, aber er ist 3 Sekunden schneller. Und wenn man dann auch noch einen Markencup fährt, dann ist das erstmal ein ziemlicher Dämpfer fürs Ego. Die größten Sprünge, die du in deinem Sim-Racing-Craft, in deinem Racing-Craft machen wirst, ist nicht, wenn du irgendwo Setups kaufst. Es ist auch nicht der Riesensprung, wenn du jetzt ein Direct-Drive- oder Heusingfeld-Pedale kaufen wirst. Dadurch wirst du jetzt erstmal nicht schneller. Die größten Punkte oder die größten Steps, und da reden wir nicht von Zehntel oder einer halben Sekunde, da reden wir von Sekunden, sind deine Kompetenzen auf der Bremse. Das ist im Endeffekt das, was am Ende den Unterschied zwischen Mann und Maus macht. Das ist auch der Unterschied, gerade in einem Markencup, ob du gewinnen willst oder ob du Letzter werden möchtest. Die Kompetenzen auf deiner Bremse. Die Hardware-Komponente ist, wie gesagt, eine Komponente in diesem Konstrukt Simracing-Bremsen. Ich kann dich aber insofern beruhigen. Einer von meinen Fahrern, der Jan Winter, der hat CSL Elite-Pedale. Die kosten 89 Euro. Das ist der zweite Link unten in der Videobeschreibung. Und der steht in der Weltrangliste mit dem Audi und auch mit dem Elantra ziemlich weit oben. Also Top 15 in der Weltrangliste in iRacing weltweit. Und zwar mit 89 Euro Pedalen. Mein Bruder Dominik, der hat auch Heusingfeld-Pedale. Der ist nur eine Zehntel, 2 Zehntel schneller als Jan. Das bedeutet also, rein sachlich gesehen, macht es erstmal keinen Unterschied, ob du mit sündhaft teuren Heusingfeld-Pedalen unterwegs bist, die so um die 600, 700 Euro kosten, also nur die Pedale, oder ob du 89 Euro CSL Elite-Pedale verwendest. Beide Komponenten haben die Fähigkeit, schnell zu sein. Der einzige Unterschied bei sogenannten Load-Cell-Pedalen, das heißt also, dass der Widerstand ein bisschen höher ist, also der Bremsdruck oder den Druck, den du mit deinen Beinen ins Bremspedal treten musst, der ist bei Load-Cell-Pedalen etwas besser. Ich als alter Sack brauche einen gewissen Widerstand im Bremspedal, um ein gewisses Bremsgefühl zu haben. Ja, ich habe einen bestimmten Bremspunkt und wenn ich darüber, also ein fühlbarer Widerstand, und wenn ich mit meinem linken Fuß über diesen Widerstand rüberkomme, dann weiß ich, okay, das ist jetzt sehr spät auf der Bremse. Bei Nicht-Load-Cell-Pedalen, das ist wie gesagt der zweite Link, da gibt es zum Beispiel von der Firma Fanatec, diese CSL Elite-Pedale, da ist das deutlich weicher. Das bedeutet, es ist ein bisschen schwammiger. Das heißt aber nicht, dass man damit nicht schnell fahren kann. So ist das nicht zu verstehen. Es ist einfach nur ein bisschen schwieriger. Am Anfang, als ich wieder eingestiegen bin, nach meiner sehr, sehr langen Pause, hatte ich auch diese CSL Elite-Pedale und bin damit sehr, sehr gut zurechtgekommen. Die Heusingfeld-Pedale selber haben mich gar nicht so viel schneller gemacht. Sie haben mich nur ein bisschen konstanter gemacht. Da kommen wir dann, ich glaube, in Folge 7 oder 8 drauf. Was ich damit nur jetzt ganz viel Schwall im All sagen möchte, ist, du brauchst am Anfang kein Direct Drive und du brauchst am Anfang auch keine Load Cell Pedale. Spar dein Geld, das ist rausgeschmissenes Geld. Denn der größte Faktor zwischen dir und deinem Ziel bist du selber. Du machst den Unterschied und nicht die Hardware. Die Industrie versucht dann, wie gesagt, etwas anderes zu verkaufen. Aber zumindest was TCR angeht, können wir da, glaube ich, mittlerweile auf einen relativ großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Der nächste Punkt ist, die zweite Komponente ist deine Software-Einstellung. Da werden wir jetzt auch im Speziellen drauf eingehen. Da gibt es so ein paar Kniffe. Grundsätzlich solltest du dir bei der Software-Einstellung 2 Dinge merken. Und zwar einmal den sogenannten Braking Force Factor. Das heißt also, wenn du dein Pedal um x% bewegst, also du betätigst die Bremse, wie hoch ist der Ausschlag in iRacing im Auto? Also wie schnell schlägt deine Bremswirkung im Auto aus? Das ist der eine Faktor. Und der zweite Faktor ist, wie soll ich das erklären? Ist die Bremseinstellung in dem Auto. TCR-Fahrzeuge neigen technisch und physikalisch gesehen beim Einlenken immer zum Untersteuern. Also Untersteuern ist, das Auto will nicht um die Ecke rum, ganz einfach, sondern schiebt über die Vorderachse. Übersteuern ist, wenn das Auto mit dem Heck ein bisschen kommt. Das, was für kompetitives Simracing und gerade im TCR und insbesondere auch für den Clio Cup unglaublich wichtig ist, ist, dass du bei der Bremse, also die Bremseinstellung, das Bremsverhältnis von Vorder- und Hinterachse so wählst, dass das Auto beim Einbremsen ein bisschen mitlenkt. Also so ein
ein bisschen übersteuern auf der Bremse ist. Normalerweise ist es so, du fährst auf eine Kurve zu, ja, also Max Mustermann fährt jetzt 300 Meter geradeaus und dann kommt eine 90 Grad Rechtskurve. Also du fährst geradeaus und biegst 90 Grad rechts ab. Dann hast du einen bestimmten Bremspunkt, da gehen wir auch gleich drauf ein. Du brauchst nämlich insgesamt 3 unterschiedliche Bremspunkte und du bremst, du lenkst ein und gibst wieder Gas. Bei 90 Grad Kurven ist das relativ easy, aber selten ist auf einer Rennstrecke eine 90-Grad-Kurve, sondern das ist immer in unterschiedlichen Gradzahlen. Und was wir einfach erreichen wollen, da gehen wir jetzt auch logischerweise gleich in der Praxis drauf ein, ist das Verhältnis, also das Fahrverhalten von deinem Clio, wenn du die Bremsbalance zwischen der Vorder- und Hinterachse variierst. In Kombination mit der Reifentemperatur, da haben wir ja im letzten Video kurz drüber gesprochen, ne? Ganz kurz noch als Reminder, die ersten 3 Runden hast du keinen Grip oder die ersten 2,5 Runden und ab der dritten, nach dreieinhalb Runden hast du wirklich Grip. Und das solltest du auch bei deiner Bremseinstellung, die du während des Fahrens mit deinem Lenkrad einstellen kannst und variieren kannst, das solltest du im Blickpunkt haben. Gehen wir aber auch Step by Step rein. Also, kurzum, Bremsen in iRacing, auch in allen anderen, besteht, wie gesagt, aus 2 Komponenten. Einmal Hardware, da der ganz, ganz große, große Ratschlag und vielleicht auch die ganz große Empfehlung, spar dein Geld, du brauchst keine Load-Cell-Pedale am Anfang. Brauchst du nicht, wirklich nicht. Der nächste Punkt ist Software-Einstellung und das gucken wir jetzt an. Auf geht's. So, und damit du auch weißt, dass ich jetzt hier nicht irgendeinen Mist erzähle, es geht ja auch um Glaubwürdigkeit, zeige ich dir jetzt gerade, oder werde ich dir jetzt das zeigen, was ich gerade gesagt habe. Also Jan Winter hat CSL Elite Pedale, 89 Euro. Mein Bruder Dominik hat auch die Heusingfeld. Die sind auch geil, ich bin auch ein Fan von Heusingfeld. Aber wie gesagt, am Anfang brauchst du das nicht. So, wir sind jetzt in der Oberfläche von iRacing. Einmal auf Results, World Records. Da klicken wir jetzt einmal drauf. Dann wählen wir, weil es der aktuellste Part ist, den Audi RS3 LMS aus. Gehen einmal runter in die Strecke Nürburgring Combined. Dann gucken wir uns einmal jetzt die VLN-Variante an. Die VLN-Variante wird bei Official Races gefahren und auch im Rahmen der NEC, der Nürburgring Endurance Championship, wo Dominik aktuell weltweit auf Platz 1 steht. Von allen Rennen. Das gucken wir uns einmal an. Dann klicken wir einmal auf Go. Und da sehen wir, Dominik Gieseler, das ist mein Bruder, ist aktuell Weltranglisten Part 2 mit auf der Nordschleife mit 0,77 Sekunden Rückstand. Chris Bartel von Perobit, ganz liebe Grüße, Chris, ist auch super schnell. Und Stefan ist auch relativ schnell. Was heißt relativ? Die sind alle schnell. Ja. Zweite Seite, wir sind jetzt von 3.117 gelisteten Zeiten, ist Jan aktuell auf Platz 33 in der Weltrangliste. René, auch ein Fahrer von mir, 39, Alex ist 41 und ich mag den Audi ganz besonders, deswegen bin ich noch nicht so viel gefahren. Ich bin nur Platz 86 in der Weltrangliste, aber wie gesagt, mein Bruder Platz 2 in der Weltrangliste. Wenn wir uns jetzt im Layout Gesamtstrecke 24 Stunden anschauen, das ist die Grand Prix-Strecke, inklusive Nordschleife logischerweise im 24er Layout. Im Mai war ja im Rahmen des iRacing Special Event der 24 Stunden Nordschleife ja genau dieses Layout, wo wir sehr unerwartet im Topsplit gelandet sind, so mit allen Werksteams und Max Verstappen und Co. Da haben wir am Ende den 5. Platz belegt von allen TCR-Teams weltweit. Und wenn wir dieses Layout jetzt nehmen, weil der Audi das einzige TCR-Fahrzeug war und jetzt mal auf Go klicken, dann sehen wir jetzt die gelisteten Zeiten von diesem Special Event. Das waren 2473 gelistete Zeiten. Jan ist auf Platz 6, Dominik auf Platz 9 und Chris nochmal ganz liebe Grüße auf Platz 12. Fabian Siegmann und Co., das sind jetzt alles Heusingfeld, Impulse Racing, SimRC und Co. Wenn man sich jetzt den Unterschied anguckt zwischen Jan Winter mit einer gezeiteten Runde im 24er Layout von 9 Minuten 84 und Dominik mit 9:01:019, dann verstehst du jetzt, dass es diesen Unterschied zwischen Load-Cell und Nicht-Load-Cell-Pedalen, zumindest was den TCR-Bereich angeht, kannst du dir klemmen. Also das Geld kannst du dir klemmen. Du brauchst keine Heusingfeld-Pedale.
Ja, also das nochmal ganz kurz als, ja, wie soll ich sagen, als Beweis dafür, dass das von mir jetzt nicht einfach nur ein Spruch war, sondern dass es anhand der einzigen Sprache, die im Motorsport zählt, nämlich der Zeit, nachvollziehbar ist. Okay? Jetzt wieder back to topic. Und der letzte Punkt, gleich im Schnelldurchgang, um das auch nochmal für den Elantra zu zeigen, dass das jetzt nicht nur eine Audi-Nordschleifen-Kombination ist, sondern dass das auch mit dem Elantra Bestand hat. Im Rahmen der Official Simracing-Meisterschaft Ringmeister war vor ein paar Wochen die Streckenkombination Nordschleife, Industriefahrten und Elantra. Da schauen wir uns jetzt auch nochmal ganz schnell an. Also ich gehe jetzt auf Auto, wähle den Elantra aus, gehe dann auf Nürburgring Nordschleife, wähle auf Industriefahrten aus, gehe auf Go. So, da wurden insgesamt 1059 Zeiten gefahren in dieser einen Woche. Da steht Dominik auf Platz 3 in der Weltrangliste, Jan steht auf Platz 6 in der Weltrangliste. Also kurzum, ich denke, das haben wir jetzt geklärt. Heusingfeld brauchst du am Anfang nicht. Auch wenn es fürs Ego gut ist, ich will es gar nicht bestreiten. Fühlt sich auch geil an, aber zu glauben, okay, ich kaufe mir jetzt sündhaft teure Low-Cell-Pedale und jetzt finde ich diese 1,5, 2 Sekunden, die mir ja auf meinen Kontrahenten fehlen, das wird nicht der Fall sein. Warum das so ist, beziehungsweise wie du diese 2 Sekunden dann findest, darauf gehen wir dann jetzt endlich ein. Aber das, wie gesagt, wollte ich noch ganz kurz für Elantra und Industriefahrten. Let's go. Genau, so. Und jetzt schauen wir uns die Komponente Software-Einstellung an. Da gibt es, wie gesagt, 2 Komponenten. Einmal den sogenannten Braking Force Factor. Den findest du, wenn du in iRacing in der Simulation selber drin bist, unter Options und dann einmal hier bei Brakes, ja, den Braking Force Factor. Ob ich jetzt mit Load Cell Braking Klick 1 oder mit anderen fahre, lasse ich jetzt erstmal offen. Bitte sieh es mir nach, dass ich dir jetzt nicht exakt genau die Einstellungen verrate, die du für CSL Elite-Pedale zum Beispiel bräuchtest. Das möchte ich gerne noch unter der Rubrik Teamgeheimnis, Betriebsgeheimnis laufen lassen, weil gerade dieser Faktor bei uns eine vierstellige Zahl an Stunden gekostet hat, um das sehr genau herauszufinden. Ich gebe dir nur den Tipp, dass du dich mit diesem Punkt hier mal ein bisschen genauer beschäftigen solltest, weil als Example oder als Beispiel, wenn ich jetzt den Force Vector 5 habe, also ich trete jetzt in die Bremse und wie du siehst, bewege ich jetzt meinen Fuß nicht direkt. Diese kleineren Schwankungen sind jetzt menschlicher Natur, nicht technischer Natur. Und wenn ich jetzt diesen Force Vector weiter nach rechts ziehe, also von 0,00 auf 5,00, dann hast du hier oben nicht mehr diesen Ausschlag, ja? Also du kannst das quasi variieren. Aber wie gesagt, ich könnte es zwar, aber ich mache es nicht, bitte sieh es mir nach, dass ich dir nicht den genauen Wert jetzt quasi mitteile. Sorry. Der zweite Punkt bei kompetitives Simracing mit Bezug auf Bremsen ist deine Bremseinstellung im Auto. Also das Bremsverhältnis von Vorderachse zu Hinterachse bedeutet, du bremst, wie viel Kraft im Prozent gesehen kommen an der Vorderachse an und wie viel Prozent sollen an der Hinterachse rankommen. Beim TCR kann man das relativ stark einstellen mit den sogenannten Braking Bias, also sprich die Prozentzahl, ABS in Kombination mit dem Rear Brake Valve. Im Clio ist das noch einfacher geregelt. Ich klicke hier mal auf eine Taste. Da kommst du in das Menü In-Car Adjustment und da hast du den Punkt Rear Brake Valve. Der geht von 40 bis runter auf, ich glaube 25 war es, oder 15? 10, okay, 10. Von 10 bis 40. Im Grunde genommen ist das bei allen TCR-Fahrzeugen immer gleich. Wenn du jetzt beim Clio 10 eingestellt hast, dann ist das Auto relativ untersteuernd auf der Bremse eingestellt. Also das heißt, du kannst relativ gefahrlos bremsen. Weil wir aber für kompetitives Simracing in einem frontangetriebenen Fahrzeug auf der Bremse ein leicht übersteuerndes Verhalten haben wollen, stellen wir
diese Einstellung mit warmen Reifen auf 39 bis 40 und mit kalten Reifen so auf 35 bis 36. Das gilt übrigens auch für den TCR. Also mit kalten Reifen, gerade die ersten ein, zwei Runden, solltest du ein relativ untersteuerndes, also eine untersteuernde Bremsbalance haben. Und sobald die Reifen dann auf Temperatur sind und insbesondere auch die Hinterachse, ja, bei einem TCR, auch bei einem Clio, ist es so, dass die Vorderradreifen physikalisch und technisch bedingt logischerweise schneller warm werden als die Hinterachse. Die Hinterachse ist aber extrem wichtig. Ja, gerade was das kompetitive Simracing angeht. In manchen Livestreams, sowohl bei Endurance als auch bei Sprintrennen, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene, sieht man relativ regelmäßig, dass trotz erfahrener TCR-Fahrer mit kalten Reifen es zu Drehern kommt oder zu wilden Powerdrifts, wobei das ja kein richtiger Powerdrift ist, aber es kommt zu Driftaktionen, sage ich mal. Das liegt einfach daran, dass die Bremseinstellungen, Hardware, Software in Kombination mit kalten Hinterradreifen eben keinen Grip hat und du einfach extrem übersteuerndes Fahrverhalten hast. Die Krux an der ganzen Geschichte ist nur, dass du ab einem bestimmten kompetitiven Level in iRacing mit dem TCR als Beispiel die World Touring Car Series, wo wir ja dieses Jahr auch fahren, da ist die Leistungsdichte, also das Feld ist so eng zusammen, dass du den Spagat schaffen musst mit unfassbar kalten Reifen, gleichzeitig aber auch eine sehr übersteuernde Bremsbalance zu haben und das zu handeln, ohne abzufliegen, wenn links und rechts vor und hinter dir gleichwertige Fahrer sind. Das ist also genau diese Komponente, dieser psychische Druck, wo wir im achten oder neunten Video nochmal explizit drauf eingehen werden. Das ja nochmal kurz als Reminder: E-Sport findet grundsätzlich so ungefähr zu 90% im Kopf statt und deine Mentalität. Deine mentale Stärke, deine Rennintelligenz, das ist elementar wichtig für Simracing. Ja? Fast genau auf dem gleichen Level wie Bremsen. Aber heute geht es ja um Bremsen, deswegen reiße ich dieses Thema nicht an. Als Tipp, so machen wir das, so machen das auch alle anderen Simracing-Profis. Du hast auf deinem Lenkrad, natürlich je nachdem, welches Lenkrad du hast, hast du in der Regel auch so kleinere, ich sag mal, PlayStation-Bedienen. Knöpfe. Ja, also du hast nicht nur Knöpfe, sondern du hast quasi auch so Schalter. Ich habe das bei mir auf der rechten Seite, du kannst es auch auf der linken Seite machen, aber auf der rechten Seite, das heißt, ich kann während der Fahrt hier diese Bremsbalance einstellen. Also das Verhältnis, wie viel Bremskraft soll an die Hinterachse kommen. Ne? Das ist der zweite wichtige Faktor. Als Tipp, stell dir diese In-Car-Adjustment, die du auch über die jeweiligen F-Tasten machen kannst. Also ich kann hier frei durchklicken. Kann mir alles Mögliche angucken oder anschauen lassen. Aber diese Einstellung mit der In-Car-Adjustment für die Rear Brake Valve solltest du in Daumenreichweite machen. Also es bringt jetzt nichts, wenn du hier das Lenkrad hast. Ich guck mal kurz so in die Kamera, wenn du hier das Lenkrad hast und der Punkt ist irgendwo hier unten, dass du da nicht drankommst. Ja? Also gerade in stressigen Rennsituationen sollten die wichtigen Informationen immer in Daumenreichweite sein. Aber weil es so viele unterschiedliche Lenkräder gibt, macht es da, glaube ich, keinen Sinn, dir da jetzt explizit zu sagen, okay, mach das mal oben links oder oben rechts oder unten links oder unten rechts. Das ist eine sehr individuelle Ecke, was auch vollkommen okay ist. Wichtig ist nur, aus unserer Perspektive, diese In-Car-Adjustment solltest du einfach ohne während des Fahrens irgendwie aufs Lenkrad gucken zu müssen, solltest du direkt einfach in Reichweite haben. Genau. Und jetzt kommt der praktische Teil. Das noch mal ganz kurz, also kurz zur Theorie. Und jetzt fahren wir dann endlich mal. Let's go. So, und jetzt fangen wir dann an zu fahren. Und den ersten Anfängerfehler, ich glaube, das ist so der Klassiker, wenn es um Bremsen geht, ist folgender: Das Bremsen selber besteht unserer Meinung nach aus drei Phasen. Phase 1, Phase 2 und Phase 3. Phase 1 ist das Anfahren auf die Kurve. Phase 2 ist das Fahren
durch die Kurve. Phase 3 ist das Fahren aus der Kurve. Phase 1, Phase 2, Phase 3. In der ersten Phase machen ganz viele Einsteiger immer den Fehler, ihren Bremspunkt so zu wählen, der meistens immer viel zu spät ist. Und sie nehmen dafür Indikatoren, Dinge, die sich im Laufe eines Rennens verändern können. Der Klassiker sind Schatten. Ein Schatten wandert in iRacing. Ja? Das ist bei einem Sprintrennen, das vielleicht nur 15 Minuten geht, jetzt nicht so elementar. Bei Rennen, die aber 45 bis 60 Minuten oder länger gehen, ist das ein riesiger Unterschied. Ja? Das heißt, der Bremspunkt wandert dann ja, weil du visuell ja sagst, okay, also an dem Schatten, wenn der Baum an dem Schatten ist oder da dunkel wird, da bremse ich. Das mag vielleicht für ein paar Runden funktionieren, aber wenn der dann immer kleiner oder größer wird, verändert sich ja logischerweise auch dein Bremspunkt. Das machen wir ab sofort nicht mehr. Wir suchen uns Dinge auf der Rennstrecke, die nicht veränderbar sind. Und dazu zählen zum Beispiel weiße Linien oder Pylonen, wobei bei Pylonen muss man auch aufpassen, wie zum Beispiel in Sebring. Ja, wenn nämlich ein Mitstreiter oder ein anderes Team die Pylonen kurz vor dir dann weggefahren hat, dann ist der Bremspunkt auch weg. Das kann sehr hektisch werden im Auto. Aber wir suchen uns Punkte, also nicht veränderbare Punkte auf der Rennstrecke, die immer da sein werden. Und exemplarisch machen wir das jetzt in der Motorsport Arena Oschersleben, im Layout B alternativ, also im B-Kurs. Und das gehen wir jetzt erstmal im Schnelldurchgang durch. Also die Bremspunkte, den einen Bremspunkt, du brauchst nämlich insgesamt 3, aber den einen Bremspunkt, den gehen wir jetzt einmal durch. Und zwar Kurve für Kurve. Here we go. So, und wir starten jetzt erstmal auf der Start-Zielgerade. Logischerweise. Das ist erstmal relativ langweilig, weil es geht nur geradeaus. Geradeaus fahren kann ja bekanntlich ja jeder. Aber bereits hier an dem Punkt fangen wir uns jetzt schon mal an, so gedanklich, okay, jetzt kommt eine Kurve. Ja? Jetzt kommt eine Kurve und nochmal, ich glaube, ich hatte es im dritten oder vierten Video gesagt, der Fokus während des Fahrens, neben dem wann kann ich wo wie überholen, gehen wir auch noch drauf ein, ist aber deine Überlegung, dass du dich mental darauf vorbereitest, kurzzeitig, okay, ich muss jetzt bremsen. Ja? Also jetzt kommt Bremsen. Bremsen ist wichtig, ganz, ganz wichtig. Also wir starten. Der erste Punkt ist, wenn wir jetzt hier so stehen, dann haben wir ja bestimmte Punkte. Punkte, die, wie gesagt, nichts mit Licht und Schatten oder Wetter zu tun haben, sondern das sind infrastrukturelle Maßnahmen, infrastrukturelle Punkte. Da wäre zum Beispiel einmal so hier dieses Marshall-Häuschen oder auch diese Unterführung hier. Nicht zu nehmen ist dieser Schatten, weil der, wie gesagt, halt wandert. Für den Clio, beziehungsweise generell in Oschersleben, ist dieser Versorgungsweg auf der rechten Seite. Das ist so dein erster Fixpunkt. Denn dieser Versorgungsweg wird immer da sein. Immer. Also zumindest während des Rennens wird er immer da sein. Das ist zum Beispiel ein Bremspunkt. Genauer gesagt, wenn man es jetzt ganz genau sieht, das siehst du jetzt wegen den 16:9 Balken nicht, der Bremspunkt für den Clio mit warmen Reifen ist Anfang des Versorgungswegs. Anfang des Versorgungswegs. Du brauchst aber für kompetitives Simracing auf jeder Strecke, in jeder Kurve, 3 Bremspunkte. Was meine ich damit? Den einen Bremspunkt, also der erste Bremspunkt, ist der Bremspunkt mit kalten Reifen. Der liegt in der Regel immer, je nach Eingangsgeschwindigkeit, zwischen 5 Metern, also zwischen 5 und 10 Meter vor dem Bremspunkt mit warmen Reifen. Das wäre jetzt in diesem Fall ungefähr so grob hier. Ja? Hier ist ungefähr der Bremspunkt mit kalten Reifen. Der zweite Bremspunkt, das ist der Bremspunkt, der spät, aber nicht zu spät ist, weil was wir nicht wollen ist, das Auto auf der Bremse so zusammenstauchen und so runter beschleunigen, also so abbremsen, dass du dann einfach keinen Punch mehr für die Kurve hast. Das wirklich Schwierige im Simracing-Sport ist,
wenn wir jetzt zum Beispiel ein 30-Runden-Video fahren, Video sag ich schon, Entschuldigung, 30-Runden-Rennen fahren, dass wir in 30 Runden 30 Mal an jedem Bremspunkt bei jeder Kurve auf den Pixel genau bremsen. Das ist die Schwierigkeit, Konstanz. Der erste Bremspunkt ist, wie gesagt, mit kalten Reifen. Der zweite Bremspunkt ist der Bremspunkt, wo du zwar spät, aber nicht zu spät bremst, weil das Schwierige im Simracing-Sport ist es nicht, am latest breaking point zu bremsen. Das ist nicht, in Anführungsstrichen, nicht schwer. Das Problem ist nur, wenn du das Auto versuchst, mit dem Clio und auch mit dem TCR und auch mit dem GT4, bei dem GT4 ist es genauso, das Auto also so runter beschleunigst, dass du keinen Speed mehr hast, dann hast du zwar deinen Kontrahenten vor dir überholt, aber du bist in der Kurve so viel signifikant langsamer, dass du dann spätestens ab dem Scheitelpunkt gefressen wirst. Und das, was wir versuchen müssen, ist, beziehungsweise das, was du versuchen solltest, da gehen wir im sechsten oder siebten Video drauf ein, nämlich dein Training, ist den Bremspunkt so zu wählen, dass du spät bist, aber gleichzeitig noch genug Speed besetzt. Und das rauszufinden ist dann relativ zeitintensiv. Also am Anfang nicht, aber später, wenn du dann kompetitives Simracing fährst, ist es sehr, sehr schwierig. Das ist der zweite Bremspunkt. Und der dritte Bremspunkt ist der Bremspunkt, wo du weißt, okay, also nehmen wir mal als Beispiel, Anfahrt T1 ist Anfang des Versorgungswegs, der Bremspunkt mit warmen Reifen. Ich weiß aber, dass ich auch am Ende des Versorgungsweges, also quasi hier, oder ein bisschen später bremsen kann. Das weiß ich. Ich habe dann einen gewissen Overspeed gegenüber einem Kontrahenten, der zum Beispiel jetzt hier auf der rechten Seite quasi steht und du bist dann hier auf der linken Seite. Dann weiß ich, okay, T1, da habe ich einen Vorteil. Ich muss dann aber, da gehen wir dann im sechsten Video drauf ein, meine Linie so wählen, dass er für die Hotelkurve, die hier einmal außen rum geht, also die erste mehr oder weniger 180 Grad Rechtskurve in Oschersleben, dass ich die Linie so zumache, dass er mich nicht mehr überholt. Bremspunkt Nummer 3. Diese Bremspunkte sind allerdings nicht statisch. Denn je nachdem, wie lange das Rennen verläuft, werden deine Vorderreifen und deine Hinterradreifen abbauen. Du verbrauchst nämlich Gummi, auch digital in iRacing. Beim TCR ist die Beanspruchung der Vorderachse signifikant höher als auf der Hinterachse. Aber du verbrauchst, je nachdem, wie du fährst, wie du einlenkst, wie du bremst, wie du, und da gehen wir jetzt im sechsten Video drauf ein, wie man den Clio fahren sollte, also schnell und reifenschonend, verbrauchst du sehr viel Gummi. Das bedeutet, wenn du also am Anfang den Reifen im kalten Zustand zu hart rannimmst, und auch im ersten Drittel des Rennens zu hart rannimmst, dann hast du ab dem zweiten und spätestens im letzten Drittel kein Gummi mehr und dann fahren die Leute Kreise um dich rum. Das heißt, du musst auch lernen, dein sogenanntes Tire-Management, also Reifenmanagement, zu trainieren. Und das wiederum kriegst du nur durch Fahren raus. Da gehen wir aber im siebten oder achten Video drauf ein. Was ich damit nur sagen möchte, ist, deine Bremspunkte variieren und sind nicht statisch. Bei Sprintrennen ist es noch nicht so elementar, bei Langstrecke später schon. Und der vierte Bremspunkt, den ich jetzt allerdings nicht groß ausführen kann, wäre dann der Bremspunkt im Regen. Ja, nämlich, wo bremse ich im Regen? Vor allem auch, wo muss ich bremsen? Beziehungsweise, welche Linie muss ich haben, wenn ich jetzt nicht hier diese Ideallinie besitze, sondern daneben stehe? Das ist auch ein Riesenunterschied. Aber für T1 ist es jetzt erstmal Anfang Versorgungsweg. Beim Blickpunkt, das machen wir auch gleich in einem Abschlag, dort, wo du hinschaust, dort fährst du hin. Im Motorrad ist das noch krasser. Vielleicht hast du das schon mal gesehen, dass ein Motorradfahrer quasi so um eine Kurve, also eine Linkskurve, und er guckt so in die Kurve, obwohl ja das Motorrad mehr oder weniger so leicht links fährt. Du schaust dahin, wo du hinfahren willst. Das bedeutet, wenn du irgendwo hinschaust, wo du nicht hinfahren willst, lenkst du automatisch mit ein. Ist ein psychologischer, menschlicher Effekt. Wenn zum Beispiel auf einer Landstraße
leider auch reales Beispiel. Einsame Landstraße und ein einziger Baum. Nur ein einziger Baum in einer Kurve. Da knallen die Leute dagegen. Die fahren gegen den Baum. Warum? Sie fahren, also es ist eine Geradeausstraße, es geht geradeaus, geht leicht links, dann geht es wieder geradeaus, also fahrerisch sehr langweilig. Und genau in dem Scheitelpunkt steht ein Baum. Und die Leute fahren regelmäßig gegen diesen Baum. Gott sei Dank nicht tödlich, aber sie fahren regelmäßig gegen diesen Baum. Warum? Sie fahren auf die Kurve zu, lenken ein, stellen fest, oh scheiße, ich bin viel zu schnell. Und weil da nichts ist, keine Büsche, keine Ahnung was, da ist nur ein Baum, gucken sie automatisch auf diesen Baum. Und instinktiv will ja keiner gegen den Baum fahren, logischerweise. Also sie schauen den Baum an. Nein, da will ich nicht gegenfahren, da will ich nicht gegenfahren, da will ich nicht gegenfahren. Und indirekt, unterbewusst, lenken sie genau auf diesen Baum zu. Das ist auch im Simracing-Sport so. Wenn du also irgendwann merkst, und glaub mir, du wirst es merken, sowohl im Digitalen als auch im Realen, gibt es so eine halbe Sekunde vor dem Scheiße-Moment, gibt es einen Moment, so eine halbe Sekunde vorher, wo du weißt, instinktiv, das funktioniert nicht mehr. Das jetzt knallt. Dann musst du versuchen, das kann man im Training trainieren, dahin zu schauen, wo du nicht hinfahren willst. Guck dahin, wo du nicht hinfahren willst, weil dann lenkst du automatisch das Auto in die Ecke. Das sind aber nur ein paar Millisekunden, aber das kann man trainieren. Also jetzt habe ich so viel gesagt, jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben, weil sonst wird das Video wieder zu lange. Also Anfahrt, T1, wie gesagt, Versorgungsweg, Blickpunkt. Blickpunkt ist jetzt in diesem Fall auf diesen Curb und auf diesen Curb. Der Fokus liegt aber auf dem zweiten Curb, nicht auf dem ersten Curb. So, dann hast du hier noch so eine etwas dunklere Linie. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass man das auch sieht. Hier sieht man es noch genauer. Dieser Strich hier ist quasi der zweite Breaking Point für T2. Man sollte gerade T2 in Oschersleben relativ gerade über die Curbs rüberfahren, weil hier ist nämlich so eine leichte Bodenwelle drin. Im Clio und TCR ist das schon not so bad. Alles, was GT4, GT3 Cup und GT3 angeht, ist richtig, richtig herausfordernd. Also einfach bedenken. Fahren also hier über die Kurve, beziehungsweise über den Curb, lassen ein bisschen rollen, geben dann irgendwann wieder Gas. Wie man das fahren sollte, da gehen wir, wie gesagt, im nächsten Video drauf ein. Anfahrt, Hasseröder. Jetzt gibt es auch hier wieder zwei Punkte. Einmal hier dieses Metallgerüst, einmal hier dieses Häuschen oder aber, und das ist der Punkt, Anfahrt dieser Rillen hier. Das sind die Verdrängungsrillen bei Regen. Ja? Das ist ein relativ guter Bremspunkt für die Hasseröder. Mit warmen Reifen kannst du ungefähr so 2 Meter nach dem Anfang ungefähr anbremsen. Ja? Mit kalten Reifen, erster Punkt, mit warmen Reifen so ungefähr grob in der Mitte. Und latest Breaking Point für Overtaking ist Anfahrt Versorgungsweg. Das ist aber wirklich schon extrem spät auf der Bremse. Dann bremsen wir an, wir fahren einmal runter oder bremsen runter. Dann geht es jetzt hier einmal 180 Grad rechts. Ja? Das ist diese weiße Linie hier. Auch wieder, ne, markante Punkte, die sich nicht verändern. Weiße Linie, zack, alles klar. Einmal rum. Spulen wir ein bisschen vor. So, Rechts-Links-Passage. Die ist ein bisschen tricky, weil der Fokus hier tatsächlich auf der zweiten Kurve liegt und nicht auf der ersten. Die erste bremsen wir gar nicht so stark an. Also wir bremsen natürlich. Im Volllayout würdest du auch hier wirklich stärker bremsen, aber auch nicht zu stark. Aber weil wir aus der langsamen rechts rausgekommen sind und wir haben jetzt aktuell 132 km/h drauf, da muss man noch nicht so hart bremsen. Wir rollen quasi einmal rum. Das, was du jetzt leider nicht siehst, weil der Balken da drüber ist, ich habe im Endeffekt in dieser Rechtskurve nur ganz leicht den Fuß auf der Bremse. Das sind so vom roten Ausschlagspunkt her ungefähr so 5%. Ja. Wir fahren auch gleich nochmal in Real Life, also quasi Pre-Life, dann siehst du das auch nochmal besser. Du kannst ein Auto auf der Bremse
oder andersrum, du kannst ein Auto auch mit der Bremse lenken, ja, bis zu einem bestimmten Punkt. Und weil ich jetzt nicht so viel Speed verlieren möchte, weil der Fokus, wie gesagt, auf der zweiten Kurve liegt, nicht auf der ersten, sondern auf der zweiten hier, habe ich im Endeffekt grob nur den Fuß auch leicht auf der Bremse, sodass das Auto ein bisschen mehr mit einlenkt. Ja? Also du verzögerst quasi das Auto. Wenn du rechts lenkst und ein bisschen auf die Bremse trittst, dann zieht das Auto ganz leicht also ganz leicht nach rechts. Das sind nur so ein paar Nuancen, hilft dir aber extrem, das Auto zu positionieren. Also Anfahrt, ich habe die Kurve gar nicht tatsächlich im Kopf. Nur ganz leicht runter. Und jetzt ist der nächste Punkt, der Einlenkpunkt für die Links und auch der Bremspunkt grob für die zweite Linkskurve, ist wieder der Versorgungsweg, Anfang Versorgungsweg. Also du merkst vielleicht jetzt schon, es ist grundsätzlich immer das gleiche System. Also Striche, Versorgungswege, Gullis würde ich jetzt nicht sagen, aber Verdrängungsdrainagen, also Punkte, die auf der Rennstrecke sich nicht verändern. Knallen wir einmal durch, alles super. So, und hier hast du diesen Farbunterschied in iRacing vom Rasen her. Ja, du hast hier grün, einmal ein bisschen braun und wieder grün. Und der Einlenkpunkt für die rechts hier ist diese Area. Und du brauchst für die rechts im Clio gar nicht stark bremsen. Es reicht auch wiederum diese 5, 6, 7, 8, 9%, aber mehr nicht. Mehr nicht. Und dann lenkt das Auto automatisch ein. Fahren einmal rüber. So, und jetzt wirst du wahrscheinlich schon wissen, was kommt. Ja, korrekt, es ist wieder der weiße Streifen. Ja, also der weiße Strich für die letzte rechts. Und einmal durchbeschleunigen und dann sind wir auf Startziel. Das ist das ganze Geheimnis. Mehr oder weniger. So, und jetzt fahren wir. Und dann schauen wir einfach mal, was da so passiert. Also wir starten. Hatten wir ja im letzten Video erstmal Bremse und Reifen warm fahren. Ich skippe das jetzt mal. Also ich fahre jetzt weiter, aber ich steige dann gleich ein. Das musst du dir jetzt nicht alles anschauen. Wichtig an der Stelle jetzt erstmal nur im Clio starten wir so mit 35. So. Und ich fahre jetzt mal hier so zwei Runden. Die 3 Minuten, die erspare ich dir. Bis gleich. So, Reifen sind soweit warm. Und jetzt fangen wir an, dem Clio mal ein bisschen in den Hintern zu treten. Also Rear Brake Rev habe ich jetzt von 35 auf 40 gestellt. Das heißt, er lenkt mit der Hinterachse ein bisschen mehr ein, weil sich diese Einstellung jetzt auch im Laufe der nächsten Runden nicht verändern wird, mache ich das jetzt mal weg. Und vielleicht erkennst du jetzt oder spätestens nach diesem Video wirst du dann den Sinn erkennen, warum wir ab Video 1 ganz von Anfang an begonnen haben, inklusive der ganzen Grafikeinstellungen, weil der Fokus liegt, wie gesagt, auf der Bremse und das gehen wir jetzt fahrerisch langsam rein. Was wir versuchen wollen oder was im Grunde genommen das Ziel ist, bei allen Autos, egal in welcher Klasse, wir wollen möglichst einen sauberen Strich fahren. Also sämtliches Untersteuern, was du hörst, hatten wir auch drüber gesprochen, Reifengeräusche und sämtliches Übersteuern kostet Zeit. Je nachdem, wie stark du das machst, sind das ein paar Zehntel, das kann aber auch gerne gut und gerne mal eine halbe Sekunde sein. Das heißt, wir wollen also das Auto möglichst in einem unspektakulären, geraden, für Zuschauer sehr langweiligen Fahrstil um die Ecke bringen. Und Grundfehler Nummer 1, das machen wir nämlich jetzt, ist Bremstechnik. Ja, man bremst und dann macht man den hier. Ja, und du siehst, wie nervös das Auto wird. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Wenn nicht, dann weißt du es gleich. Ein Auto hat drei physikalische Achsen: X-Achse, Y-Achse und Z-Achse. Die Z-Achse ist genau im, also
hängt mit dem Fahrzeuggewicht, mit der Fahrzeuglänge, mit noch anderen Faktoren zusammen. Ist einmal quasi seitlich gesehen, das einmal durchs Auto. Die Y-Achse ist, wenn du das Auto quasi von oben schaust, die Achse genau mittig. Und die Z-Achse ist im Grunde genommen wieder seitliche Natur, ist diese Achse. Ja? Und die Z-Achse ist im Grunde genommen so der Mittelschwerpunkt des Autos und der wiederum verändert sich. Der ist variabel. Auch die Y- und Z-Achse variiert. Aber das würde jetzt alles viel zu weit führen. Wichtig zu wissen ist nur, dass du beim Bremsen eine sogenannte Gewichtsverlagerung hast. Je nachdem, welches Auto du hast, wird das mal mehr, mal stärker ausgeprägt. Aber eine Gewichtsverlagerung hast du. Das heißt, du bremst, das Auto geht nach vorne. Wenn du beschleunigst, geht das Auto nach hinten. Ganz überzeichnend gesagt. Beim Bremsen herrschen auch in iRacing oder in SimRacing generell sehr starke physikalische Kräfte. Und ein Auto möchte immer geradeaus fahren. Ein Auto will keine Kurve fahren. Möchte das nicht. Wir wollen aber natürlich Kurven fahren, weil Kurven fahren sind geil. Also müssen wir unseren Willen dem Auto aufzwingen, aber wir dürfen es nicht mit der Brechstange machen. Und was viele Menschen, gerade Einsteiger, auf der Bremse immer falsch machen, ist, sie bremsen entweder viel zu spät. Und wenn sie zu spät bremsen, passiert das. Sie überbremsen das Auto, verlieren das Auto und alle deine Kontrahenten fahren an dir vorbei. Dann kannst du dir auf die Schulter klopfen und sagen, geil, ich war super spät auf der Bremse, habe aber gerade 12 Plätze verloren. Ich erspare mir jetzt selber das wiederum Neufahren, also Warmfahren der Reifen, weil es unzweckmäßig, also nicht zu spät. Gehört? Ich mache das jetzt hier in der Hasselröder nochmal. So, ja, geil. Da ist der Kontrahent. Ja, ich kam mehr oder weniger gut drauf. Der ist jetzt vor mir. Ich stelle mir das jetzt vor. Okay, das hat Carsten gesagt. Ende des Versorgungswegs. Scheiße. Bumm. Unfall. Nicht cool. Nicht cool. Wichtig ist, Bremsen ist Charaktersache. Rausbeschleunigung auch, aber Bremsen ist Charaktersache. Das bedeutet, dass du erstmal im ersten Step rausfinden musst, okay, wo sind denn diese drei Bremspunkte? 1, 2 und 3. Und dann solltest du ferner erstmal eine ordentliche Rundenanzahl fahren, damit du das erstmal für dich alleine hinbekommst und weißt, schöne schwarze Striche, indem du dann weißt, alles klar, ich habe jetzt diese Kompetenzen, bin jetzt im Training, ich kann hier 40 Minuten am Stück fahren mit Bremspunkt 2, ohne abzufliegen. Grundlage Nummer 1. Kommen wir aber im 7. Video, wenn es um Training nochmal angeht. Die richtige Bremstechnik ist also nicht so eine Stotterbremse oder so, wie das früher, glaube ich, mal gesagt wurde. Also, es fühlt sich so falsch an. Ja. Weil du damit, also weder wirst du damit signifikant langsamer, noch bringt das irgendwas, weil du nämlich den Bremsweg deutlich nach vorne ziehst. Ja. Übrigens, by the way, falls du es nicht weißt, wenn du Fahrzeuge mit ABS fährst und ins ABS reintrittst, dann blockieren zwar die Vorderräder nicht, das heißt, du kannst noch einigermaßen lenken. Das ist der Riesen-Benefit bei ABS. Der Nachteil ist aber, dass im ABS der Bremsweg nicht kürzer wird, sondern im Gegenteil, er wird deutlich länger. Ja, es ist einfach nur ein Sicherheitsfaktor, dass du keine blockierenden Vorderräder hast. Den zweiten Fehler, den viele Menschen machen, beziehungsweise Einsteiger machen, ist, und da ist Anfahrt D1 in Oschersleben perfekt für, sie fangen mit einer leichten Bremse an und werden dann zum Ende hin immer stärker. Das ist für mich tatsächlich jetzt sehr schwierig vorzuführen, weil ich mir das in den letzten 3.500 Stunden so abgewöhnt habe, aber ich versuche das jetzt mal. Also wir starten relativ leicht und werden dann zum Scheitelpunkt immer mehr, bis das Auto steht. Das machen sehr, sehr viele Menschen und wundern sich dann,
Aber wie kann das sein, dass mein Mitstreiter, mein Teamkollege oder wer auch immer, mein Clubkollege, Arbeitskollege, Nachbar, Simracing-Freund, whatever, wie kann das sein, dass der auf der Bremse Kreise um mich rumfährt? Weil du falsch bremst. Also nicht nur der Bremspunkt ist gegebenenfalls sogar falsch, sondern auch die Bremstechnik ist falsch. Ja? Die richtige Bremstechnik ist, das machen wir jetzt in der letzten, also wir kommen an, bremsen einmal hart und nehmen dann, das war jetzt überzeichnend, den Druck wieder raus. Also statt von leicht zu hart zu bremsen, also von wenig zu viel, bremsen wir einmal hart, also einmal hart und nehmen dann signifikant den Bremsdruck wieder raus. Ich versuche mich jetzt mal zu kontrollieren, weil das ist ja alles in einem One-Take. Achte jetzt mal, wie gesagt, auf diesen roten Balken hier. Das ist der Bremsausschlag, den wir ja erstmal im dritten Video grafisch auf 12 Uhr gesetzt haben, damit ich während des Rennens mich da auch daran orientieren kann. Und B, Reifen haben wir, also den Reifensound haben wir jetzt auch eingestellt. Das heißt, umso lauter die Reifen werden, umso mehr beanspruche ich den Reifen. Das ist auch nicht dauerhaft gut. Wir haben jetzt ganz kurz am Anfang Load Cell und so weiter kurz eingestellt. Und jetzt fahre ich mal wirklich 3 Runden, so mit 90% meiner bescheidenen fahrerischen Qualitäten. Und jetzt achtest du mal bitte ausschließlich auf den roten Balken, wann ich bremse und wie ich bremse. Und wir fangen jetzt an mit der letzten Kurve. Auf geht's. So, letzte Runde.
Gesehen? Also nicht so, nicht dieses Stottern oder wie man es auch immer benennen möchte, auch nicht leicht anfangen und immer härter werden, sondern wir fangen einmal hart an, hart anfangen und dann den Bremsdruck wieder rausnehmen. Das fühlt sich, wenn man das vielleicht am Anfang das erste Mal macht, ein bisschen komisch an und man denkt, oh Gott, nee, das ist, ich bin hier noch viel zu schnell. Vertraue den Reifen, es funktioniert. Der nächste Punkt, und dann kommen wir auch schon fast zum Ende, weil inhaltlich ist es tatsächlich gar nicht so viel, glaube ich. Der nächste Punkt ist, wenn wir bremsen, machen das jetzt mal exemplarisch bei der letzten, oder beziehungsweise vorletzten, letzte Kurve, entschuldige bitte, ist ja alles hier One Take, versucht das Lenkrad gerade zu halten. Ja? Lenkrad gerade halten. Ich mache das jetzt mal bei T1, indem ich jetzt nicht so extrem, aber ein bisschen in der Bremsphase quasi das Lenkrad bewege. Und dann gucken wir einfach mal, was der Clio so macht. Erstmal wird das Auto unglaublich unruhig. Und zweitens wird der Bremsweg auch deutlich länger. Ich versuche das jetzt mal bewusst zu machen, obwohl meine innere Uhr sagt, es ist alles falsch. Es fühlt sich so falsch an. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir so, so rüberkommt. Aber das fühlt sich einfach unfassbar unsicher an. Und ist auch, by the way, nicht schneller. Ne? Weil wir wollen ja schnell Auto fahren. Und bei einem Clio sind diese Auswirkungen noch relativ human. Bei so einer Fahrweise mit schnelleren Autos wäre ich jetzt schon 1000 Mal abgeflogen. Was wir also versuchen sollten, das gelingt nicht immer, ist aber das Lenkrad möglichst ruhig zu halten. Ja? Also die Ruhe im Auto steht nicht nur mit der Bremskraft und mit dem Bremsdruck, sondern auch mit deinem Fahrstil. Da gehen wir aber im 6. Video sehr speziell nochmal drauf ein. Genau. Und ansonsten, jetzt muss ich erstmal überlegen, ob ich nicht irgendetwas vergessen habe. Also Komponenten habe ich angesprochen, Hardware, Software. Dann den Tipp, wo man es einstellen kann, wie du es testen solltest für dich selber. Dann haben wir die drei grundsätzlichen Bremspunkte kurz besprochen. Bremspunkt 1, 2 und 3. Dann das Bremsphasenmodell, wenn man es so nennen möchte. Anfahrt der Kurve, in der Kurve und aus der Kurve. Das sprechen wir jetzt gleich noch an. Dann Bremstechnik, also versuchen möglichst am Anfang hart und dann immer weniger und nicht wie jetzt gleichbleibend, sondern weniger werden. Haben wir auch angesprochen. Wie du diese Einstellung einstellen kannst, habe ich auch besprochen. Reifen habe ich besprochen. Im Endeffekt haben wir eigentlich quasi alles, was in Anführungsstrichen Bremse betrifft, jetzt erstmal angefangen. Der Rest, das ist der größte Effekt beim Bremsen, ist Training. Training, Training und nochmals Training. Da kommen wir aber, wie gesagt, in ein paar Folgen nochmal sehr explizit drauf, wo wir unsere sehr extreme Art und Weise der Vorbereitung mal ein bisschen in Anführungsstrichen öffentlich machen wollen. Nämlich mit dem Ziel, unser Ziel ist, dass man sich das vielleicht annimmt oder sogar nachahmt und es genauso macht, damit unsere Mitstreiter in manch anderen Simracing-Meisterschaften deutlich schneller werden und wir insgesamt extrem geiles TCR-Fighting haben, denn das ist das, was wir erreichen wollen. Keiner von uns wird mehr Weltmeister. Und TCR ist auch Simracing-technisch nicht so im Fokus. Aber der Riesenvorteil, und deswegen fahren wir die Tourenwagen-Klasse, ist einfach, dass das Racing selber, also das aktive Simracing mit vernünftigen und seriösen Leuten so geil ist, ja, dass wir einfach zu der Erkenntnis gelangt sind, also du brauchst kein
kein GT3 Cup oder GT3, um im Simracing Spaß zu haben. Der TCR-Spaß ist unserer Meinung nach sogar noch höher. Weil das ist so ein bisschen, ist ein bisschen männlicher, ne? Da kann man mal ein bisschen raufen und so. Genau, aber ich schweife etwas ab. Der einzige Punkt, den wir jetzt quasi noch ansprechen sollten, ist im Grunde genommen die Phase 2 beim Bremsmanöver. Also Phase 1 ist Anbremsen, Vorbereitung, Anfahrt auf die Kurve, erste Instanz. Und der zweite Punkt ist Phase 2, dass du versuchst, mit möglichst, das noch so als Grundsatz, den du dir vielleicht merken solltest, so spät und so weich wie möglich. Ja, so spät und so weich wie möglich. Es geht nicht darum, mit dem Messer zwischen den Zehen auf der allerletzten Rille zu bremsen. Das mag für 2 Sekunden sich extrem cool anfühlen, ist aber, wenn es um Rennfahren und Gewinnen geht, ist das ein extrem sehr hinderlicher Punkt, weil es geht darum, dass du gleichmäßig, konstant so bremst, dass du zwar sehr spät bremst, aber nicht so hart bremst, dass du die gesamte Geschwindigkeit von deinem Auto vernichtest. Weil gerade beim Clio Cup, wo ja alle das gleiche Auto haben, sind am Ende in Phase 3, wenn es darum geht, aus der Kurve rauszufahren, können 3 bis 4 km/h Unterschied schon einen Platz kosten. Ja, genau. Aber das ist im Grunde genommen jetzt erstmal alles das, was man am Anfang über Bremsen wirklich wissen muss. Und das waren zugegebenermaßen sehr viele Informationen. Das Video wird wahrscheinlich auch am Ende sehr, sehr lange sein. Schau dir das einfach selektiv dann nochmal an. Und ich sage jetzt einfach mal, wir machen jetzt hier an dieser Stelle jetzt einen Break. Und würde mich freuen, wenn du auch in der 6. Folge einschalten würdest. Das war ein Tuck zu spät. Wieder einschalten würdest, wo wir den Fahrstil für die Clio mal versuchen, ein bisschen näher zu bringen. Denn da kann man sehr viel Zeit, das war bewusst falsch gebremst, da kann man sehr viel falsch machen und sehr viel Zeit liegen lassen. Okay, also in diesem Sinne, ich hoffe, es war ein informatives Video für dich. Lass gerne ein Like, Comment oder ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und bis dahin, happy racing. Bleibt uns gewogen. Ciao.